Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Suworow TV. Heute haben wir das Thema EU-Wahlen. Wie bindet man heutzutage die EU-Wahlen, Herr Markowitz, beziehungsweise welche Faktoren muss man berücksichtigen oder welche Strategie muss man anwenden? Ja, also wenn man ihn aus Sicht der populistischen Parteien gewinnen will, also einen Wahlkampf, dann ist es eben vor allem wichtig, dass man polarisiert, dass man eine Spannung aufbaut zwischen wir und die anderen, zwischen dem Volk und seinen Vertretern auf der einen Seite und den verantwortungslosen Eliten der Europäischen Union auf der anderen Seite. Und dieser EU-Wahlkampf ist eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür, dass man eben nur dann gewinnen kann, wenn man diese Strategie eben auch von populistischer Seite komplett durchzieht. Und sehr schön hat man das eben gesehen, einerseits am Beispiel von Nigel Farage und dem Wahlkampf in Großbritannien, wo eben Farage eben sich ganz stark als Anwalt des Volkes inszeniert hat, als Anwalt der Brexiteers, die eben die Europäische Union verlassen wollen und sich eben nicht länger von einer korrupten Elite, sowohl in London als auch in Brüssel, die Zukunft diktieren lassen wollen. Das hat man dann auch sehr schön sehen können an den Wahlergebnissen. Also England und Wales sind eigentlich komplett an die Partei von Farage gefallen, während eben hingegen London, das eben klassisch ein Zentrum der Eliten ist, unter Einfluss der Labour-Partei geblieben ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist dann natürlich auch Schottland, das eben klassisch pro-europäisch, also für die EU ist besser gesagt ist. Das ist dann eben auch in der Hand der schottischen Nationalisten geblieben, die eben für den Verbleib in Brüssel sind. Und anders hingegen war es zum Beispiel in Frankreich, da hatte bekanntermaßen schon eine sehr stark polarisierte Stimmung geherrscht. Die Gelbwesten sind seit Monaten auf die Straßen gegangen, zuerst nur für den Rücktritt von Emmanuel Macron und die Senkung der Spritpreise. Jetzt hat sich das mittlerweile zu einer riesigen, nicht nur sozialen Protestbewegung ausgeweitet, sondern allgemein eben zu einer Volksbewegung, die eben auch zum Beispiel gegen Masseneinwanderung auftritt, gegen die NATO und andere Dinge, die eben die französische Souveränität zunehmend beschneiden. Und hier hat es eben Marine Le Pen interessanterweise geschafft, am stärksten von genau dieser polarisierten Stimmung zu profitieren auf der einen Seite und am stärksten eben auch die Schwächen und Unzulänglichkeiten vom ehemaligen Chefpopulisten Emmanuel Macron zu entzaubern, der eben mit diesem Schmäh globalistische Politik populistisch zu bewerben, eben davor die Parlamentswahlen in Frankreich, also die Präsidentschaftswahlen in Frankreich gewonnen hat, dann die Parlamentswahlen. Und jetzt dürfte eben Macron schon so weit entzaubert sein, dass eben jetzt wieder Le Pen, dadurch, dass sie eben diese Stimmung des Volkes glaubhafter vertritt, gewinnen hat können und eben zum ersten Mal für den Front National den ersten Platz bei den EU-Wahlen geholt hat. Und ein weiteres gutes Beispiel für eine populistische Politik ist eben dann Matteo Salvini in Rom und Italien, der eben als einziger Rechtspopulist nicht nur vorher eine gute Regierungspolitik geliefert gehabt hat, also bekanntermaßen hat der Salvini die Einwanderung wirklich massiv gedrosselt und hat eben auch ist stark vorgegangen gegen einerseits die Asyllobby in seinem eigenen Land, aber hat eben auch versucht, eine Sozialpolitik eben für die unteren Klassen in Italien eben zu machen, also die populären Klassen. Und dabei hat er nicht nur mehr oder weniger auf seine eigene Politik gesetzt, sondern er hat auch gleichzeitig die Metapolitik berücksichtigt, die Politik hinter der Politik. Und hat zum Beispiel eben auf einem Kongress für die Familie in Verona gesprochen, hat sich sehr stark gegen Abtreibung geäußert und hat darüber hinaus eben auch so eine Art rechte Kulturrevolution in Italien vorangetrieben. Natürlich jetzt nicht so extrem offensiv, aber doch in einer Art und Weise, von der dann eben nicht nur rechte Gruppen eben auch außerhalb der Lega profitieren haben können, sondern die dann eben auch diese rechten Gruppen zu Wahlkampfhelfen gemacht haben. Aber das heißt, er ist der einzige, unter anderem Rechtspopulist, der diese Kulturrevolution begonnen hat. Oder man könnte sagen, ein Teil von dieser Kulturrevolution hat auch der Orban gemacht, indem er den Soros rausgeschmissen hat. Oder ist genau. Das also auf jeden Fall kann man sagen, dass Salvini dieses Prinzip am stärksten durchführt. Und Orban hat das eben schon in gewissen Teilen gemacht. Also gerade auch durch seine Stärkung der Familie und durch die Propagierung eben von einem, sagen wir so, konservativen Menschenbild in Ungarn, das dann eben doch dieses liberale Bild der Ära Kyrosciani langsam ablösen soll. Er hat das aber jetzt noch nicht so ganz entschlossen gemacht, aber, und das ist das Interessante, durch diesen Skandal von Ibiza, der eben
dieses österreichische Modell unter Anführungszeichen diskreditiert hat, das heißt eben ohne jeglichen Einfluss auf die Metapolitik einfach in die Regierung eingehen und dann schauen, was dabei rauskommt. Das ist jetzt in den Augen von Orban diskreditiert und er hat selber gemeint, er will sich jetzt eben zunehmend am italienischen Modell orientieren, was eben sehr schön ist. Orban hat eben auch die Wahlen wieder haushoch gewonnen, nur ist er interessanterweise noch immer in der Europäischen Volkspartei und will eben jetzt von sich aus die Europäische Volkspartei ändern. Das wird ein interessantes Konzept. Es steht eben im Raum, dass er jetzt zu dieser neuen ENF-Fraktion im Europäischen Parlament wechselt, die eben dezidiert rechtspopulistisch und souveränistisch ist. Man wird jetzt sehen, was da passiert. Sehr interessant ist, liberale Populisten, die sich eigentlich nur hingestellt haben, um eben westliche Werte, wie zum Beispiel eben Homosexualität und Hedonismus zu verteidigen, die sind bei diesen Wahlen nicht gut ausgestiegen. Vor allem Geert Wilders, der mehr oder weniger der Vater dieses, sagen wir so, Fake-Populismus ist, der ist in den Niederlanden aus dem EU-Parlament geworfen worden, was ich finde ein sehr schönes Signal ist, auf der einen Seite, was dann eben wiederum nachdenklich stimmt, ist die Entwicklung insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland, wo die Grünen über 22% der Stimmen erzielt haben und die, sowohl die CDU jetzt eben unter dieser magischen 30%-Marke, als auch die Sozialdemokraten stark verloren haben. Und das liegt eben auch daran, dass eben die Grünen in Deutschland die Metapolitik sehr stark gespielt haben. Also die Grünen sind dort mittlerweile zwar schon einerseits zur Volkspartei geworden, aber haben andererseits eben auch ein riesiges Netzwerk an Unterstützern in den Verlagshäusern, in den Medien, aber eben auch in der Intelligenz innerhalb Deutschlands. Und das zeigt eben, dass sich so eine Strategie auf lange Sicht eben auch bezahlt macht. Und im Prinzip ernten die Grünen jetzt die Früchte von Jahrzehnten metapolitischer Arbeit. Mag natürlich sein, dass das sehr schlecht ist aus unserer Sicht, aber es zeigt einfach nur, dass es funktioniert. Die AfD hingegen ist stark unter den Erwartungen geblieben. Zwar hat sie es eben geschafft, in ein paar Bundesländern in der ehemaligen DDR den ersten Platz zu erobern, aber im Westen hat sie eben so gut wie gar kein Land gesehen. Und das liegt eben auch daran, dass die AfD eben nicht nur vor allem im Westen einen sehr halbherzigen Wahlkampf geführt hat, sondern dass sie allgemein eher lasch unterwegs war, was natürlich auch dadurch bedingt ist, dass es eben parteiintern Streitigkeiten gibt. Aber eben auch, dass man bis heute sich nicht dazu durchgerungen hat, wirklich eine konsequente populistische Partei in dem Sinne zu sein, als dass man wirklich sich mit den Eliten anlegt, sondern man hat teilweise sogar so eine Art Kuschelkurs gefahren mit der CDU. Und ja, das zeigt eben, dass die AfD noch nicht reif dafür ist, offensichtlich an die Macht zu kommen. Ja, hoffen wir mal grundsätzlich, dass die AfD nicht dem österreichischen Modell folgt. Absolut, ja, weil das österreichische Modell, da hat sich eben der Machiavellist Sebastian Kurz durchgesetzt und das so ordentlich. Der Angriff, der eben oberflächlich hauptsächlich der FPÖ gegolten hat, aber in Wahrheit eben der ÖVP bestimmt hat, der ist mehr oder weniger komplett eingefahren. Also Sebastian Kurz hat massiv an Stimmen dazu gewonnen. Interessanterweise waren das Stimmen nicht nur von den Sozialdemokraten, sondern eben auch von den freiheitlichen Wählern, die offensichtlich jetzt denken, dass eben nicht mehr die FPÖ der Schmied ist, sondern nur noch mehr der Schmiedl in Sachen Populismus, wo er Kurz seinen blassen, extrem pro-Brüssel-Kandidaten Ottmar Karas, der mehr oder weniger so in letzter Minute dann ersetzt hat, oder besser gesagt für ihn eingesprungen ist, um zu zeigen, nein, auch die ÖVP kann populistisch sein und ein bisschen Kritiker in Brüssel üben. Das war eben für ihn genial. Und ja, mehr oder weniger ist es dann nur Harald Wilimski zu verdanken, der eben in den ganzen Diskussionen brilliert hat und der eben nicht mit dieser, unter Anführungszeichen, Ibiza-Partie zusammenhängt, dass eben die FPÖ nicht dramatisch abgestürzt ist, sondern nur leicht verloren hat und ihre Mandate sogar halten kann. Ja, danke für die interessante Analyse. Bitte sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten Sie, diese Informationen, die wir veröffentlichen, auch weiter zu verbreiten, natürlich über die sozialen Medien. Und freuen uns natürlich, wenn Sie weiterhin uns unterstützen. Alles Gute, schönen Dank.